Herzlich willkommen zu Teil 39 der Reihe Stochastik, Wahrscheinlichkeiten und Statistik. Wir sprechen heute über eine der Standardverteilungen für diskrete Zufallsgrößen, nämlich die Bernoulli-Verteilung. Diese Verteilung kommt ins Spiel, wenn eine diskrete Zufallsgröße nur genau zwei mögliche Ergebnisse haben kann. Dann erhalten wir als resultierende Wahrscheinlichkeitsverteilung eben die Bernoulli-Verteilung. Wir nehmen an, dass wir ein Ergebnis x1 mit einer Wahrscheinlichkeit p erhalten können und ein Ergebnis x2 mit einer Wahrscheinlichkeit q gleich 1 minus p. Natürlich müssen sich die beiden Wahrscheinlichkeiten zu 1 summieren. Beispiele wären ein Münzwurf, wo wir Kopf oder Zahl haben, nur diese beiden Ergebnisse mit den gleichen Wahrscheinlichkeiten, 1/2. Aber wir können auch durchaus unterschiedliche Einzelwahrscheinlichkeiten haben, als Beispiel aus der industriellen Qualitätssicherung, eine geprüfte CPU funktioniert zum Beispiel oder nicht. Wenn die in 95% der Fälle funktioniert, dann hätten wir 5% der Fälle, wo sie nicht funktioniert. Und die Wahrscheinlichkeiten sind dann eben unterschiedlich. Wir können den Erwartungswert der Bernoulli-Verteilung leicht ausrechnen, denn wir haben ja nur diese beiden abzählbaren Ergebnisse, x1 und x2. Der Erwartungswert ist also x1 mal der Wahrscheinlichkeit von x1 plus x2 mal der Wahrscheinlichkeit von x2. Die Wahrscheinlichkeit von x1 war klein p, Wahrscheinlichkeit von x2 war klein q oder für q dann auch als minus p eingesetzt wahlweise. Und das ist eben der Erwartungswert der Bernoulli-Verteilung. Im Spezialfall x1 gleich 1 und x2 gleich 0, hier fehlt ein Index 1, wird daraus dann p mal 1 plus 1 minus p mal 0. Der zweite Term fällt weg wegen der 0 und dann also einfach p. Die Varianz der Bernoulli-Verteilung ist x1 minus μ in Klammer zum Quadrat mal p plus x2 minus μ in Klammer zum Quadrat mal q, wobei μ der Erwartungs- oder Mittelwert ist. Zur Definition der Varianz verweise ich auf die vergangenen Folgen. Wieder in dem Spezialfall, der aber häufig vorkommt, x1 gleich 1 und x2 gleich 0, kann man hier oben eben x1 und x2 einsetzen. Und dann erhalten wir also 1 minus p in Klammern zum Quadrat mal p plus 0 minus p in Klammern zum Quadrat mal 1 minus p. Dann können wir hier die Klammer ausmultiplizieren, das ist die zweite binomische Formel. Wir erhalten also 1 minus 2p plus p Quadrat mal p, das ist dieses p hier. 0 minus p ist minus p. Beim Quadrieren fällt das Minuszeichen also weg. Wir erhalten p² und hier hinten das 1 minus p. Dann können wir die Klammer hier hinten dann auch ausmultiplizieren. Der Term hier hinten ergibt also dann p² minus p hoch 3. Dieser Teil entspricht also dem. Und hier vorne müssen wir das p in die vordere Klammer reinmultiplizieren und erhalten also p minus 2p² plus p hoch 3. Jetzt sehen wir, dass das p hoch 3 verschwindet. Und minus 2p² plus 1 mal p² ist minus p². Und wir erhalten dann, wenn wir jetzt wieder hier ein p ausklammern, als Varianz p mal 1 minus p oder p mal q. Wir wollen uns dazu zwei Beispiele anschauen. Das erste Beispiel soll heißen, bei einem Gewinnspiel zieht man mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ein Los, bei dem ein Preis von 500 Euro gewonnen wird. Andernfalls zieht man eine Niete, die einen Trostpreis von 5 Euro einbringt. Wie sind Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Losziehung? Wir haben also die Wahrscheinlichkeit P für den Gewinn, die ist 5%, also 0,05. Dann ist die Wahrscheinlichkeit Q für die Niete 0,95, also 1 minus P. Wir haben als Ergebnis X1 die 500 Euro und das Ergebnis X2 die 5 Euro. Erwartungswert, wir setzen die Formel ein, die wir gerade gesehen haben, dann also die konkreten Zahlenwerte eingesetzt, ergibt dann 0,05 mal 500 plus 0,95 mal 5. Und wenn wir das zum Beispiel mit dem Taschenrechner ausrechnen, erhalten wir knapp 30 Euro als Erwartungswert. Die Varianz, da setzen wir auch die Formel ein, die wir gerade gesehen haben. Und nachdem wir μ bereits berechnet haben, ist der Erwartungswert, haben wir also dann 500 minus 29,75 in Klammern zum Quadrat mal p plus 5 minus 29,75 in Klammern zum Quadrat mal q
Wenn wir das ausrechnen, erhalten wir gerundet 11.639. Das wären Euro zum Quadrat. Die Wurzel daraus ist dann die Standardabweichung. Die nennen wir üblicherweise Sigma, Entschuldigung. Und das ist also dann etwa 108 Euro. Das heißt, wenn wir sehr oft ein Los kaufen oder viele Lose kaufen, erwarten wir im Mittel bei jedem Los etwa 30 Euro. Auch hier ist es natürlich so, dass wir bei keinem Los tatsächlich 29,75 als Ausschüttung bekommen. Wir kriegen bei wenigen Losen 500 Euro, bei vielen Losen 5 Euro und als Erwartungswert, als Mittelwert, erhalten wir eben die knapp 30 Euro. Ein zweites Beispiel soll sein, eine Radarfalle ist nur einem Drittel aller Tage mit einer Kamera bestückt, weil die Kamera zum Beispiel durch mehrere Radarfallen rotiert. Bei einem Blitzen mit 120 km/h bezahlt man als Beispiel eine Strafe von 100 Euro. Wie sind Erwartungswert, Frau Jansson, Standardabweichung, wenn man mit diesen 120 km/h durch die Radarfalle fährt? Wir haben die Wahrscheinlichkeit P gleich ein Drittel. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Radarfalle eine Kamera hat in dem Moment, wo wir durchfahren. Damit ist also Q gleich 2 Drittel. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine Kamera in der Radarfalle ist. Das Ereignis ist X1, wäre, dass wir die 100 Euro Strafe bezahlen müssen. Und das Ergebnis oder Ereignis X2 wäre, dass wir nichts bezahlen müssen, weil wir Glück hatten und keine Kamera in der Radarfalle war. Wir können jetzt den Erwartungswert μ oder E von X ausrechnen. Das war P mal X1 plus Q mal X2. Das wäre also 1 Drittel mal 100 plus 2 Drittel mal 0. 2 Drittel mal 0 ist 0. Und hier ist 100 durch 3, also 33 Euro und 33 Cent. Das ist der Erwartungswert der Strafe, die wir zu bezahlen haben. Die Varianz, da haben wir die Formel x1 minus μ. In Klammern, also Quadrat, das hier ist Klammer, kein Betragszeichen, mal P plus x2 minus μ in Klammer zum Quadrat mal Q. Und da können wir jetzt auch einsetzen, das wäre also dann x1 waren 100 Euro minus 33 in Klammer zum Quadrat mal P, P war ein Drittel. Plus x2 war 0, μ haben wir gerade ausgerechnet zu 33 in Klammer zum Quadrat mal 2 Drittel. Und wenn man das jetzt mit Hilfe des Taschenrechners sich berechnet, kommt man auf 2222. Das sind jetzt wieder Euro Quadrat. Und wir ziehen daraus die Wurzel. Sigma ist die positive Wurzel aus der Standardabweichung und das sind ungefähr 740 Euro und 10 Cent. Also das sind die Antworten auf die Fragen. Wir haben einen Erwartungswert von 33,33, eine Varianz von 2222 Euro und eine Standardabweichung von 47 Euro. Das war zunächst das einfache Bernoulli-Ereignis, bei dem man also ein Zufallsexperiment nur einmal macht. Wir werden in der nächsten Folge uns Bernoulli-Ketten anschauen. Das heißt, wir machen solche Bernoulli-Ereignisse mehrfach hintereinander. Vielen Dank.